Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, habe ich, trotz eines kleinen Fehlers. Also Fehlers, naja, einer Sache, die ich nicht so toll finde. Aber dennoch, es handelt sich um den Grey Runner. Ihr wisst oder wisst es nicht, aber vermutlich schon. Der Grey Runner ist natürlich ein unlizenziertes Modell aus dem Film Blade Runner. Ja, und da gucken wir uns das Ganze doch mal an. Die Steinequalität ist Kunlong. Wir haben Farbabweichungen, sind aber in diesem Fall nicht irgendwie störend. Die Klemmkraft ist durch die Bank weg gut gewesen. Und wir haben halt, naja, die Transklierscheiben. Ihr seht es ja, ne? Es geht, ne? Ist halt. Das Teil kostet 38 Euro für wie viele Teile? 850 Teile. Die Preise sind etwas gestiegen, aber naja, hier sind schöne Teile dabei. Jedenfalls, ihr wisst ja, Steinequalität. Klemmkraftschwankungen waren, wie gesagt, eigentlich kein Thema. Das hat mich wirklich positiv überrascht, aber das heißt nicht, dass es bei euch nicht trotzdem Klemmkraftschwankungen haben kann. Ne? Genau. Also, jetzt aber ab zu diesem tollen Modell. Guckt euch erstes die Front an. Also, wie der Designer das hier hingekriegt hat, die vorderen Teile, das ist absolut grandios. Absolut grandios. Fantastisch. Die Bautechniken sind auch der absolute Wahnsinn. Das ist richtig cool. Dann guckt euch das an. Guckt euch das an. Nur so, wow. Von unten zeigen wir es gleich. Dann gehen wir mal auf die eine Seite. Sieht hammermäßig aus. Hammermäßig. Also das Design, wie das hier getroffen worden ist, auch die Linienführung, ist super. Es gibt halt kleine Nachteile. Zum Beispiel seht ihr den Spalt da oben, der kleine da. Das liegt daran, dass das hier unten aufliegt und somit das nicht hundertprozentig draufdrücken kann. Ja, man kann schon. Moment, aber dann geht es dann hinten wieder ein bisschen hoch. Und wenn ich da vorne drauf drücke, dann geht es wieder leicht auf da. Das ist okay. Dafür haben wir eine richtig fett geile Türe, die richtig passend ist. So zum Aufklappen. Wir gucken uns das Innenleben natürlich wieder genauer an. Keine Panik, ich nehme das Dach wieder mal weg. Dann kommen wir nach hinten. Und auch das Heck. Super gelungen. Super gelungen. Also für das Modell werde ich dem, da gibt es ja den einen, der Aufklebersets für Blubrick Special macht. Da werde ich mich mal gucken, dass ich die Adresse von dem Herrn nochmal aufschreibe. Und dann werde ich da seinen Aufkleberbogen reinknallen. Das ist es mir wert. Guckt euch das Heck an. Sieht das nicht sagenhaft genial aus? Fantastisch. Und jetzt kommen wir zur Unterseite. Und dann sehen wir hier, wie das da unten gemacht ist. Cool ist, dass das hier nicht einfach auch nur offen gelassen worden ist, wie bei vielen anderen Firmen das gewesen wäre. Schön solide. Und hier unten haben wir natürlich noch die, wo sie nach unten gucken können, denn das Ding kann ja fliegen. Das Teil liegt hier oben drauf. Na, so liegt das oben drauf und das hält auch recht gut, aber ist halt nicht befestigt. Aus irgendeinem Grund, und der müsst ihr mir jetzt helfen, weil ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, könnt ihr mir ja dann auch mal sagen, welche Version ihr am besten findet. Also mir gefällt die mit dem offenen Ende. Aber der gute Regisseur hat ja extrem viele Fassungen gemacht. Ne? Da gibt es ja die normale Kinofassung, den Director's Cut, den Final Cut, dann gibt es nochmal irgendeine. Es gibt, glaube ich, vier Fassungen, oder? Also mir gefällt die mit dem offenen Ende, wo es nicht klar ist, ob er jetzt auch ein Replikant ist oder nicht, dass man darüber nachdenken kann und auch mit ihr, ob es zusammenkommen, also richtig oder nicht. Mir gefällt das da am besten. Aber bin mal gespannt, was ihr meint. Anyway, jedenfalls eben dieses Teil hier. Macht man da oben drauf.
Ich weiß eben, wie gesagt, nicht genau wieso, aber das müsste dann ungefähr so aussehen. Nein, eins weiter vorne. Also, dann kommt das irgendwie andersrum, andersrum. So, und dann soll man das so, kann man das dann nebenbei hinstellen. Ich weiß echt nicht mehr, wieso. Ist das eine Drohne gewesen oder was war das? Also, da müsst ihr mir nochmal helfen. Auf alle Fälle hat den Stand dabei, wird sicher einen Sinn haben. Ich müsste den Film wieder gucken. Ich habe den schon sicher seit 10, 12 Jahren nicht mehr geguckt. Ich weiß gar nicht, welche Version ich habe. Moment, das interessiert mich jetzt selber. Da machen wir eventuell einen Schnitt oder ich quatsche einfach nur weiter. Wo habe ich denn den Blade Runner hingestellt? Ach Mist, ich habe ja Sachen umgeändert. Eieiei. Ich habe Sachen umgeändert. Der steht ja gar nicht mehr da. Na, verdammt, schade. Ich muss mal nachgucken, welche Version ich habe. Egal. Gut, also. Jetzt müssen wir das Innenleben angucken, ist ja klar. Das ist nicht ganz so einfach, aber es geht. Und dann seht ihr auch, warum ich der Aufkleber drin haben will. Guckt da mal das Cockpit da rein. Geil, oder? Ist das nicht geil? Die fetten, geilen Stühle mit dem Kopf so. Wartet, machen wir das nochmal kurz so. Guckt euch das an. Richtig geil. Und dann halt hier drin. Man hat den Bildschirm. Eben dafür will ich die Aufkleber haben. Moment, vielleicht geht es so besser. Dass man es besser sieht. Ist immer ein bisschen schwierig, schwarz und Licht. Ne? Ah, so ist gut. Also hier, da seht ihr das. Geilo. Richtig geilo. Und dann kann man eben da unten durchgucken. So ganz schwach. Wenn man so schräg nach vorne guckt, hat sie unten die Sichtfenster. Aber das ist richtig fett geil. Und jetzt ist mir das Teil schon wieder runtergefallen, oder? Ja. Egal. Also, mir gefällt das innen und außen. Und ich bin schon gespannt auf die Aufkleber. Wieso ist jetzt hier das nach unten gegangen? Moment, da habt ihr es ja gar nicht richtig gesehen. Mir fällt das auf dem kleinen Kontrollbildschirm gar nicht so richtig auf. Da haben wir übrigens gerade den Nachteil. Das sehen wir gleich. Und jetzt haben wir hier das Lenkrad haben wir vergessen. Ne? Genau, jetzt sehen wir es noch. Können wir eben verstellen. Und jetzt kommen wir eben zum Nachteil von dem Ganzen. Das Ding ist hier unten an diesen sechs Noppen von unten angebracht. Aber das Modell ist natürlich relativ schwer. Und das reicht einfach nicht. Jetzt muss ich kurz genau gucken, dass ich das wieder richtig schön runterkriege. Ich muss das Video noch in Englisch machen. Eieiei. Das ist wirklich der Nachteil an der ganzen Geschichte. Wenn man es einfach nur hinstellt und die Finger davon lässt, dann ist alles okay. Aber wenn nicht, dann nicht. Na komm. So schwer kann das doch nicht sein. So, jetzt haben wir mal die Seite. Jetzt noch die Seite richtig schön andrücken. Gut, dann kann man es wieder vorsichtig hinstellen. Aber etwas Druck da drauf und vorbei ist die Chose. Ne? Dann ist die Chose vorbei. Ja, und schon wieder. Das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß ja nicht genau, wie man das hätte besser machen können. Aber man hätte es besser machen sollen. Das ist wirklich nervig. Also ich weiß nicht, was ich da noch mache. Es ist natürlich schwierig, so eine Konstruktion auf die Art hinzukriegen. Das ist mir schon klar. Ja? Das ist mir schon durchaus klar. Und da will ich auch nicht allzu viel meckern. Aber es ist halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn man halt das Zeug da x-mal andrücken muss. Ich weiß auch nicht. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Weil so geht es auf die Dauer immer nicht. Ne? So geht es auf die Dauer wirklich nicht. Ich habe ja auch Angst, dass das dann nachher, wenn das im Regal steht, dass das dann nachher auch irgendwann mal so Krach macht. So, vorsichtig geht's. Dann fehlt ja noch das andere Teil, ist mir vorne runtergefallen, weil ich nicht nachgedacht habe beim Zeigen. Ne?
Also das ist ein Riesennachteil. Der einzige eigentlich an dem ganzen Set. Aber auch derjenige, der ein bisschen nervt. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, nu, zum Bauspaß. Also bis auf das Ding da unten, das Hinterrad, der Bauspaß ist fantastisch. Allein wie man das Teil, wie man die Dinger hier vorne baut, das ist der absolute Hammer. Ihr seht vielleicht da unten, das sind zwei Reifen. Das sind zwei schmale Rundkonstruktionen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Gucken wir gleich drauf. Das sind jedenfalls richtig, das sind so zwei schmale Technikräder, ja, mit den Pinaufnahmen. Sind aber nur so eine halbe Gelenkarm dick. Und darauf kommt der Gummi. Und das baut man zwei Stück ein. Da kommt eine Kreuzachse rein, die ist links und rechts da drin befestigt. Und damit rollt das. Das rollt nicht freigängig so, aber wenn man es so drauf hat, rollt es. Aber man sollte darauf eh verzichten, da leichter Druck hinten drauf und dann, ne? Dann habt ihr es gesehen. Dann ist das Hinterrad wieder unten. Die Bauanleitung ist wirklich grandios. Man muss allerdings auch ein bisschen nachdenken. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal Bauschritt 82 angucken. Ja, ist noch zu dunkel, dann machen wir es noch ein bisschen heller. So. Also. Jetzt. Das zeigen wir unten. Jetzt komme ich mit der Hand daran. Komm schon, ich bin mit der Hand daran. So. Das hier, wo so aussieht wie ein 1x2-Brick, besteht eigentlich aus diesen Teilen. Ja? Und dann muss man halt denken, dass man halt das da unten reinbaut, das da dazwischen reinbaut und dann hat man auf der einen Seite Noppen und auf der Rückseite Noppen. Ja? Also das heißt, ihr baut das Ding da unten rein, dann kommt das Ding umgekehrt dran und dann habt ihr Noppen links und rechts und die zwei kommen dann da unten reingesteckt. Also das ist zum Beispiel schon der eine oder andere Stelle, wo halt nicht Lego-mäßig ist, wo man muss halt ein bisschen seinen Grips anstrengen. Aber ansonsten hat die Bauanleitung keinen Fehler. Also das funktioniert alles. Ein bisschen mitdenken an der einen oder anderen Stelle, aber im Großen und Ganzen muss man kein Experte sein, man muss einfach bloß seinen Verstand mal ab und zu einschalten. Ne? Vielleicht halt weniger nebenbei gucken und sich mehr konzentrieren aufs Bauen. Aber eine gute Musik ist sowieso toll und eine tolle Seelenmusik, ihr wisst das alles, Mike Oldfield, Hammer Down zum Beispiel. Weil man muss nicht immer nur Tubular Bells schreien. Ja, also so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, also wie gesagt, der Bauspaß, das Zeug ist grandios. Es ist grandios. Man hat so viele verschiedene Techniken und Möglichkeiten, wie das da dran kommt. Ich meine, man weiß, wie das Modell ist. Also man hat es ja auf dem Foto gesehen. Aber dann das Ganze zu bauen, das ist. Also ich war wirklich, wirklich hellauf begeistert. Bin sehr, sehr happy mit dem Ganzen. Also ja, genau. Das Ding ist auch größer, als ich gedacht habe. Also nur mal so eine Lego Corvette daneben. Also das ist jetzt kein Original-Lego, aber spielt ja keine Rolle. Das Größenverhältnis sieht man so, oder? Also das Ding ist schon nicht klein für 850 Teile. Das finde ich schon mal cool. Ja, also als Fazit. Also ein Blade Runner und Klemmbaustein-Fan würde ich sagen, muss das haben. Trotz des Nachteils mit dem Reifen. Ich muss mal gucken, vielleicht hat irgendeiner das mal gemoddet und vielleicht eine bessere Lösung gefunden. Aber ja, schlussendlich stelle ich es ins Regal. Und dann ist es mir eigentlich egal. Denn das Teil ist einfach grandios. Wie immer gilt natürlich bei Bluebrick Special oder bei Zweiklass-Herstellern immer, wer nur auf Premiumsteine mag, der verzichtet drauf. Oder aber geht und holt sich auf Bluebricks die Anleitung, ihr wisst es ja mittlerweile hoffentlich, ihr könnt euch dort ja registrieren und dann gratis die ganzen Bauanleitungen runterladen für die Bluebricks Special. Und dann könnt ihr auf Bricklink euch einen Haufen Geld raushauen
Und ich schätze mal für, na, es hat ein paar kleinere Spezialteile, aber nichts so übertriebenes. Ich würde sagen, für 70, 80 Euro werdet ihr vielleicht die Steine vermutlich herbekommen. Vielleicht auch gegen 100. Ne? Also das geht ja auch. Und dann habt ihr Erstklasssteine. Aber so oder so, das Design ist der Hammer. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Der Bauspaß auch. So, genau. Also, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.